I'm freaking here for it, Leute. Ich habe nämlich leider ein paar Unreinheiten gekriegt. Völlig random. Okay, vielleicht auch nicht random. Ich pfeife mir halt jeden Abend so 5 Tüten Gummizeug und Ben & Jerry's rein. Andererseits, das mache ich sonst auch. Hallo, ich bin's, Kimlian, und willkommen zu einem neuen Video. Das beruht auf unserem Lieblingsformat, nämlich den Drogerie-Hass. Produkten. Wer mir auf Instagram folgt, hatte in den Stories die Möglichkeit, Folgendes einzuschicken für dieses Video. Schick mir mal deine Drogerie-Lieblingsprodukte. Und holy moly, Leute, habt ihr mein Postfach gesprengt? Stundenlang hat es gedauert, bis ich ausgewertet habe, was denn jetzt eure absoluten Top-Favoriten sind, die so mit am öftesten eingesendet wurden. Und diese liegen nun vor mir und wir werden sie zusammen austesten und gucken, ob ich die auch so nice finde. Von Haarpflege über Lippenstift bis hin zu dubiosesten Abnehmprodukten. Ich weiß jetzt schon, dass ich da ausrasten werde. Ist sehr, sehr viel dabei und ich würde sagen, let's go. Was haben wir denn da? Es sieht auf den ersten Blick tatsächlich aus wie ein Mundwasser, so eine Mundspülung, auch mit diesem Power-Ding hier. Aber nein, es ist tatsächlich ein Duschgel. Nadine schreibt uns, ich bin so verliebt in dieses Duschgel. Duft ist der Hammer und wird dich umhauen, du brauchst nur super wenig, spare, spare, spare. Dankeschön, Nadine und alle anderen, die auch alle spare, spare, spare da dazu geschrieben haben. Ihr kennt mich zu gut. Ja, und wo soll man da jetzt genau sparen, fragst du dich? Weil du tatsächlich angeblich nur eine haselnussgroße Portion brauchst, um deinen gesamten Körper damit zu reinigen. Fazit zu diesem Schätzchen. Es riecht wirklich bombastisch geil nach richtig frischer Minze. Hat auch so gefühlt einen leichten kühlenden Effekt. Oder das ist, weil ich gerade hier diese Türe offen habe. Aber dieses 100 zu 400, I don't know, weil ich verwende halt auch bei normalem Duschgel nicht mehr als so eine haselnussgroße Portion. Und damit komme ich auch klar. Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ein Werbegag, aber sonst muss ich euch zustimmen, absolut grandios. Daumen nach oben! Weiter geht es mit dem zweitmeist eingesendeten Favoriten der Kimli Crew. Das ist von Maybelline, der Superstay Matte Ink. Die meisten wollten tatsächlich auch, dass ich genau diese Farbe hier nehme. Das ist die 65. Seductress. Bewertungen sind, hält mega lange und ist auch kussfest. Bin begeistert. Liebe Grüße, Elmar. Ein weiterer Bericht. Bestes Produkt aus dem ganzen Schminksortiment aus der Drogerie. Hält den ganzen Tag, dass ich es abends beim Abschminken fast nicht wegbekomme. Egal, ob ich esse, trinke, dusche, küsse etc. Well, ich mag's gerne. Es ist zwar nicht komplett matt, doch, die Farbe finde ich halt auch mega cool und das Tragegefühl ist sehr angenehm. Machen wir jetzt noch den Kusstest. Okay, wow. Sowas liebe ich halt. Ich habe auch selber so ein paar Lipglosse, die matt sind und die wirklich auch gar nicht mal auf Rillis Kopf abfärben. Das hier könnte meine Favoriten tatsächlich ergänzen. Oha, guck mal, das Wasser perlt so richtig ab und da ist nur ein bisschen Lippenstift. Wenn er jetzt noch bis zum Ende des Videos durchhält, Spoiler, ich snack nämlich zwischendurch immer mal wieder was, aber das wird halt rausgeschnitten, dann ist er echt ess- und trink- und sprechfest. Okay, auf das hier bin ich mega gespannt. Ich glaube, das ist nach dem Lipgloss das drittmeist eingesendete Produkt von euch gewesen. Dabei ist es ja total die Neuheit eigentlich. Also ihr testet euch da offenbar auch ordentlich durch die Neuheiten. Bin ich wenigstens nicht die Einzige, die jedes Mal nach der Shoppingtour mit einem riesen Sack nach Hause kommt. Es ist ein pflegendes Banana Hair Food. 3-in-1 Maske für trockenes Haar ohne Silikone. Mir fällt hier bei der Verpackung direkt auch auf, dass eine Aufschlüsselung der einzelnen Inhaltsstoffe hier auf richtigem Deutsch quasi beschrieben ist. Und da weiß man auch eher, was in so einem Produkt drin ist, als mit diesem Fachchinesisch hier. Hinten auf dem Container steht auch mal direkt drauf, nicht schlucken. Das heißt, das muss ja gleich richtig derbe gut riechen, oder? Weil sonst isst man ja sowas nicht. Also, das hat eine absolute Berechtigung. Der Mann von Ines liebt es umso mehr, mit ihr zu kuscheln, wenn ihre Haare nach Banane riechen. Das ist richtig krass anscheinend. I feel him. Ich stehe auch mega auf Bananen. That's what she said. Oder hier riecht so gut und nährt, das Haar glänzt, ist nicht mehr zerzaust. Liebe Grüße, Nina. Liebe Grüße zurück an euch. Mal schauen, ob euer Hype dieses Produkts gerechtfertigt ist. So, Friends, Haare sind jetzt schon gewaschen. Und jetzt kommt dieses... Oh, wunderbare nach Bananeneis duftende Zeug hier rein. Ich weiß gar nicht, wie viel. Also wenn meine Haare hinterher noch so duften, dann wow.
Tada! Sie sind komplett entwirrt. Sie glänzen auch recht schön. Ist ein unglaublich geiler Bananengeruch noch am nächsten Tag. Wie so eine super süße, reife, geile Banane. Vielen lieben Dank für den Tipp. Weiter geht's mit diesen wunderschönen... Mit diesen wunderschönen Stickern hier. Das wurde mir tatsächlich auch mega oft geschickt, weil ich ja es eigentlich nicht schaffe, mir einen schönen Eyeliner zu ziehen. Aber Kim, warum trägst du dann jetzt einen ziemlich guten Eyeliner? Naja, Freunde, gucken wir uns das mal zusammen an. Here we go. Bis zum Augenwinkel kriege ich den Eyeliner ja ganz gut hin. Das habe ich schon prepared. Jetzt gucken wir mal, in welchem Winkel ich den Wing haben möchte. In dem hier vielleicht. Alter, das ist voll lang. Da kann man eigentlich 2 Schablonen draus machen. Spare, spare, spare. Und dann zeichnen wir da so einfach drüber und hoffen, dass die Kante dann exakt ist. Uff, der ist ganz schön lang geworden. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon, dass die wieder komplett unterschiedlich sind. Das kann sich doch sehen lassen. Jetzt mal ganz ehrlich. Mir gefällt die Seite zwar besser als die, aber ich meine, Augenbrauen sind auch Schwestern und nicht Zwillinge, wie man so schön sagt, ne? 1000 Dank an alle, die mir das zugeschickt haben. Damit kriegt man selbst als der größte Eyeliner-Noob das Ganze hin. Über diese Einsendung hier habe ich mich besonders gefreut und es war tatsächlich das meist eingesendete Produkt. Das ist nämlich auch ein absoluter Favorit von mir persönlich. Du musst nämlich wissen, ich tendiere zu sehr, sehr trockener Haut. Umso froher war ich, als ich dann irgendwann auf das hier gestoßen bin. Steve hat mir das empfohlen und ich habe es auch bei anderen YouTubern in deren Favoritenvideos damals vor 4 Jahren oder so gesehen. Schreib mir in die Kommentare, wie lange hast du deinen YouTube-Account schon und wie lange schaust du aktiv YouTube? Oh mein Gott, das würde mich so interessieren. Es ist parfümfrei und mit ganz vielen Ölen und so, hinterlässt keinen fettigen Film und pflegt ganz einfach gut. Voila! So sieht das bei den Augen aus. Und hier haben wir das Handtuch. Also es ist wirklich mit dem Öl und dem Wasser so gut wie alles, außer da so ein bisschen in den Abfluss gegangen. Große Empfehlung, kostet auch nur 2,50 Euro oder so. Sind gut investiert. Weiter geht es mit diesem kleinen verrückten Ding. Das Gefühl, wenn man über die Haut gleitet, soll sehr entspannen. Und die Haut wird wohl reiner und weicher. I'm freaking here for it, Leute. Ich habe nämlich leider hier so ein paar Unreinheiten gekriegt. Völlig random. Okay, vielleicht auch nicht random. Ich pfeife mir halt jeden Abend so 5 Tüten Gummizeug und Ben & Jerry's rein. Andererseits, das mache ich sonst auch. Anyways, da kommt der gerade recht. Es haben auch einige die helle Version davon geschickt. Ich glaube, die war weiß. Aber ich fand den mit Rotalge irgendwie cooler, weil er mich so an eine Clown-Nase erinnert. Oder wie so ein komisches, altes, vertrocknetes Brötchen. Das ist hart. Man soll diesen Schwamm jetzt mehrere Minuten in lauwarmem Wasser einweichen. 10 Minuten später. Der Schwamm ist super schön soft. Machen wir jetzt noch kurz die Lippen. Okay, wow, was? Leute, der hält sogar, wenn du mit Öl drüber gehst. Man sieht jetzt hier zwar, dass es sich langsam löst, aber die Haltbarkeit ist mir immer wurscht. Oh ja, jetzt. Alter, Leute, das funktioniert so gut. Soll ich mehr solche Videos machen mit euren Favoriten? Wenn ja, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Aber for real jetzt. Ich finde das Format nämlich echt ganz geil. Und da kommt jetzt schon dreckig raus. Den hänge ich dann hier auf zum Trocknen. So, Haut wurde auf jeden Fall überhaupt nicht gereizt. Also eigentlich bin ich ein Fan von solchen richtigen Gesichtsbürsten. Aber das hier ist halt echt eine schöne Abwechslung zwischendurch. Finde ich super. Hierbei dachte ich mir nur, was zur Hölle soll das denn eigentlich sein? Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich gelesen habe, dass hier steht Medizinprodukt, Fettblocker. Die Nachricht hier, das lieben meine Freundinnen immer vor Meckes. Kein Spaß, was hältst du davon? Keine Worte, das halte ich davon. So etwas werde ich nie verstehen. Warum man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat beim Essen, zum einen. Weil wenn du wirklich Hunger hast, so, dann gönn deinem Körper, dann braucht es dein Körper. Oder gönn dir einfach Fast Food, so wie ich viel zu oft. Und mach aber dann doch nicht so was Scheinheiliges wie hier Fettblocker essen. Beziehungsweise deine Freundin, sorry. Ja, aber das denke ich dazu. Klinische Prüfungen haben gezeigt, dass Mivolis Fettblocker bis zu 26% der Nahrungsfette im Körper bindet. Stern. Was steht denn da unter dem Sternchen? Placebo kontrolliert, also quasi, dass man sich das auch einbilden kann, oder wie? Ich kenne mich zu wenig mit der Medizin dahinter aus, sowas zu behaupten. Wie sieht das denn aus hier? Das sind irgendwie so grünliche, weirde Kapseln. Cheers, ich probiere das jetzt einfach mal, weil ich auch wissen will, wie das schmeckt. Und ob mir danach schlecht wird oder nicht.
Also Nachgeschmack ist auf jeden Fall schon mal richtig widerlich. Mal gucken, wie es mir in einer Stunde oder zwei geht. Am Abend. Hallo, na? Was läuft? Ich habe gerade Abend gegessen, Spaghetti, und gönne mir jetzt noch meinen abendlichen Snack. Meine zwei Reihen Schokolade sind es meistens. Ich habe auch hier meinen Fettblocker liegen, weil ich noch ein Fazit schuldig bin. Habe ich ihn vor meinem Abend mal gegessen? Oh, hell no! Nein, denn ich muss tatsächlich sagen, das Gefühl in meinem Magen, nachdem ich das heute Mittag geschluckt hatte, irgendwie so richtig flau war. Also es kann auch sein, dass es gar nicht davon kommt, sondern von meinen Gedanken, dass ich einfach zu voreingenommen bin und zu sehr weiß, dass sowas auf Dauer nichts bringt. Selbst wenn es irgendwas binden würde, dieses 26% Fett, dann ist es erstmal relativ wenig. Und zweitens hast du ja sicher nicht vor jedem Essen dein restliches Leben lang das zu nehmen. Langfristig gesehen schießt man sich eben mit so Abnehmprodukten meistens ins Bein. Vor allem, wenn sich der Körper an diese Abnehmprodukte gewöhnt, dann ist er komplett durcheinander, wenn er das nicht mehr kriegt. Mach lieber einen Lebensstilwandel, indem du mehr Alltagsbewegung machst, die Treppen nimmst statt den Aufzug, und ich meine nicht die Rolltreppen, oder dass du längere Strecken halt zu Fuß gehst. Damit kriegt man eindeutig bessere Resultate, als wenn man sich irgend so ein Zeug reinpfeift. Abgesehen davon, das hat über 5 Euro oder 6 Euro gekostet. Na, bro, we don't need. Das ist jedes Milligramm Fett wert. Lasst mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da, wenn ich dieses Video gut unterhalten hatte. Ich würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, seit wie vielen Jahren du aktiv YouTube-Videos guckst. Bin gespannt, davon zu lesen. Ansonsten können wir uns auch gerne auf meinem Vlog-Kanal sehen, wo ich aktuell regelmäßig neue Videos hochlade von den Highlights aus meinem Alltag. Wir können uns auch in meinem Online-Shop sehen, wo ich meine Schmuckkollektion gelauncht habe. Sowie auf Instagram oder dann einfach im nächsten Video. Bye!